Pilze, soweit das Auge reicht. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit gehen viele Hobbypilzsammler auf Nahrungssuche im Wald. Vivian Hauser von den Pilzfreunden Kiel erklärt, was man dabei beachten muss. Also, wenn Sie losgehen und Pilze sammeln im Wald, ist es ganz wichtig, dass Sie sich bitte nicht auf ein Buch verlassen oder eine App verlassen, wenn Sie keine Ahnung von Pilzen haben. Wenn Sie keine Ahnung haben und möchten losgehen, dann fangen Sie am besten mit Röhrlingen an. Da gibt es nämlich nichts, was tödlich giftig ist. Da gibt es schlimmstenfalls Bauchweh. Ein Röhrling erkennt man an seinem bayerischen Namen, das sind die Schwammerln. Also die haben wirklich auf dem Hut unten drunter einen Badeschwamm. Also kleine, löcherige, porig, wie man das kennt von dem Schwamm, den man auch zum Ausputzen mitnimmt. Im Gegensatz dazu gibt es Lamellenpilze, die haben Blätter unten drunter wie der Champignon. Es gibt aber auch weitere Fehler, die Neusammlern unterlaufen können. Den schlimmsten Fehler, den die Anfänger machen, ist, dass sie alte Pilze mitnehmen. Alte Pilze, die zersetzen sich leicht und dann kriege ich keine Pilzvergiftung, sondern eine Lebensmittelvergiftung. Frische Pilze sind immer fest und ich sage immer, die zeigen ihr Röckchen nicht. Ja, also ein frischer Pilz hat so eine halbkugelige Form oder ist so eine flache Form vom Hut. Und wenn er sich hochbiegt und ich kann von außen schon sehen, ob er Lamellen oder Röhren unten drunter hat, dann brauche ich mich gar nicht zu bücken. Generell gilt, bei Unsicherheit nachfragen. Denn essbare und giftige Pilze sehen sich nicht selten zum Verwechseln ähnlich. Also die allermeisten Pilze haben tatsächlich einen Doppelgänger und viele davon sind dann auch wirklich nicht essbar. Also die Verwechslungsgefahr ist relativ groß. Insofern würde ich jedem Sammler dann raten, wenn er nur ein bisschen unsicher ist, doch einen Fachmann aufzusuchen und da nochmal drüber gucken zu lassen, bevor man ihn isst und nicht hinterher. Das hier sind zwei ganz typische Doppelgänger, die gerne dann auch verwechselt werden. Hier haben wir den Anis-Champignon und hier haben wir den Gift-Champignon. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es nicht nur einen Champignon gibt, sondern 60 unterschiedliche Arten und auch einige, die magendarmgiftig sind. Und das hat dieser Kandidat hier. Wenn ich die beiden umdrehe, kann ich sehen, dass beide gefärbte Lamellen haben und beide haben auch einen Ring, wie sich das gehört für einen Champignon. Der giftige Kandidat ist aber so, wenn ich den hier unten an der Knolle ankratze, dann wird er so ganz chromgelb. Und wenn ich jetzt daran rieche, dann riecht er auch wirklich chemikalisch nach Phenol, also nach Medizin oder Jod in der Richtung. Also es riecht jedenfalls sehr, sehr unangenehm. Wer sich persönlich mit den Pilzfreunden austauschen will, hat an diesem Wochenende die Gelegenheit dazu. Wir sind jetzt an diesem Wochenende von 10 bis 17 Uhr im Botanischen Garten. Wir haben fast 300 Arten, die wir hier frisch ausstellen und würden uns freuen, wenn viele vorbeikommen, sich ein Bild machen, uns ansprechen, ihre Fragen stellen. Bringen Sie auch Ihre Pilze mit.